Weil sie scharf ist. Ja. Aber der Loot. Ich kann einfach hochklettern. Der Loot ist wichtig. Boah, nice. Noch ein Gardebogen. Okay. Das Schloss hat sich auch innen sehr verändert. So, wo muss ich jetzt hin? Darüber. Toll. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, Nintendo, du machst es mir aber auch nicht einfach. Ich will doch einfach nur noch wissen, was hier passiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier nochmal so eine lange Passage wird, ehrlich gesagt. Weg. Oh. Dann machen wir es halt mit dem Bogen. Ah. Ja, wobei, ich habe hier auch ein paar echt schlechte Bögen. Den hier zum Beispiel. Besser als nichts. Okay, welche Etage ist das jetzt wieder, auf die ich gejagt werde? Jetzt muss ich... Ah, hier drüben die Treppe runter. Okay, das ist recht einfach. Das ist vor allem ganz schön ressourcenzehrend hier, der ganze Abschnitt. Also das ist... Nintendo will schon, dass du hier auch ganz schön gefordert wirst. Ist ja auch okay. Junge. Ja, danke für nix. Boah, ist das gemein mit diesen... Oh. Stimmt, die Gardewaffen halten nicht so lange. Okay, dann nehme ich erstmal was anderes. Ich habe auch nicht mehr so viele Freeze-Früchte. Das ist echt ein Problem. Oh, wartet mal. Ich kann ja die Gypto-Knochen verwenden. Ah, nicht getroffen. Oder hat es einfach nur keinen Schaden gemacht? Moment. Habe ich einfach nur gerade kein Damage gemacht? Nee, das Gypto-Ding macht keinen Schaden. Das ist ja fies. Ja, ja, dann machen wir es halt. Die gute alte klassische Bogenvariante. So, einer weniger. Und noch einer weniger. Nice. Puh, Geduld. Einfach ein bisschen Geduld. Ich treffe ihn durch das Ding durch, okay. Interessant. Gut, dass ich so viele Pfeile inzwischen wieder habe. Ich kann auch mit dem Schleim schießen. Ja, ich weiß. Das stimmt, das kann ich auch. Aber ich dachte mir jetzt, das ist auch egal. Weil jetzt habe ich eh schon so viel drauf geballert. Komm. Jawohl, okay. Oh. Okay, hier sitzt eine Cutscene. Link, ich warte. Ich warte auf dich. Ja. Das Mädel verarscht uns nach Strich und Faden. Aber wahrscheinlich muss ich das jetzt erst klären. Wenn ich das jetzt kläre, kann ich dann nämlich auch die ganzen Sachen in Kakariko zum Beispiel machen. Weil sich dann rausstellt, oh, das war gar nicht Zelda. Deswegen müssen wir diesen Abschnitt hier machen wahrscheinlich.
Noch ein Gardeschild. Ui. Warte mal. Boah, jetzt wären wir aber verwöhnt hier mit Schilden. Und noch ein Königsbogen. Nice. Was schmeißt man denn da raus? Den hier. Ja. So, jetzt ist sie bestimmt ganz oben. Ja, jetzt ist sie im Zentrum. Nachdem sie uns einmal durch das ganze Gebiet gejagt hat. Oh, Junge. Oh, es geht ganz schön weiter. Oh, nice. Wir sind direkt... Ah. Wir sind direkt oben, wollte ich sagen. Läuft erstmal schön ins Wasser rein. Okay, Leute. Jetzt wird sich endlich zeigen, was es mit der Fake-Stelle auf sich hat, hoffentlich. Da hinten steht sie. Okay, speichern. So, und das war's für heute. Bis zum nächsten Stream. Ciao. Schöner Cliffhanger heute. Nein, wir machen das natürlich noch. Es tut mir leid. Oh, Cutscene. Hoffe ich. Link. Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Na, bereit? Ich möchte dir nämlich eine Kleinigkeit zeigen. Gefällt es dir? Schloss Hyrule in seiner alten Pracht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Wir beide haben hier so viel erlebt. Präge dir alles ganz genau ein. Dein armes kleines Ding. Es wird das Letzte sein, was du lebst. Der kleine Schwertkämpfer, der meinem Miasma widerstehen konnte, der meine treuen Scherben niedergestreckt hat. Wie ist es möglich, dass du überlebt hast, was dich hätte töten müssen? Sag, hast du es jenem unseligen Arm zu verdanken? Egal. Ein zweites Mal wird er dich ganz sicher nicht retten können. Sieh dir meine Marionette an. Mit ihr konnte ich dich lenken wie einen Narren, dich immer im Blick behalten. Doch diese Gaukelei hat nun ausgedient. Scherge, geformt aus meinem Fleisch und Blut. Beende dieses Wurmes Leben hier und jetzt. Phantom Gamer, cool. Okay. Ich muss gestehen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier Phantom Gamer abkriegen. Alter, ist der Tanky. Oh mein Gott. Tschüss. Bin immer weg. Ja, mach doch, mach nur, das ist okay. Gott, die können sich teleporten. Ha, na klasse. Oh Gott, ja, nee. Okay, es war vielleicht nicht so clever, vor ihnen wegzulaufen. Das hat es eher schlimmer gemacht. Oh Gott, die Augen, ey. Du hast doch gesessen. Au! Stimmt, die können ja auch Bogen schießen. Oh, 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 oh. Okay,
Okay. Ne? War richtig. Oh, ich habe noch ein Damage Food. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Kampf kommt. Sonst hätte ich noch mal Food gecraftet vorher. Ja, klar. Portet euch einfach in mich rein. Genau. Sounds fair to me. Ja. Sekunde. Wir machen das wie eben nochmal. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die sich aber auch in mein Gesicht porten. Da. Ah, nein, mein Bogen ist kaputt. Okay. Zwei von den Kleinen sind weg. Wo sind die anderen? Oh, na klar. Ja, warte mal. Wo ist das Original hin? Ach, das ist das Original, oder? Nee, die sehen alle so aus. Es ist ein bisschen stressig, dass man einfach drei von denen hat, beziehungsweise fünf. Einer war ja schon anstrengend. Die machen echt viel Damage. Aber 38 Tode ist voll okay. Für die Menge an Zeit, die wir bisher schon ins Spiel investiert haben. Ja. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich kann nicht effektiv kochen. Ich habe 15 von den Dingern, die muss ich jedes Mal aufstellen. Das ist super nervig. So, Kochfregatte. Fregatte? Nee. Nee, was? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Habe ich noch Bananen? Ja, sehr gut. Dann auf jeden Fall erstmal noch Bufffood. So. Das muss natürlich jetzt gut überlegt sein, was ich da crafte. Ich brauche auf jeden Fall so ein bisschen Standard-Heilungszeug. Sowas wie den Maxi-Trüffel in Kombination mit einfach schlichten Pilzen. Wenn ich denn schlichte Pilze hätte. Sieht schlecht aus. Ich habe nur Ausdauerlinge. Ah, wobei. Achso, nee, der Maxi-Pilz überschreibt das, ne? Der Maxi-Trüffel. Ich probiere es einfach aus. Pilzspieß, ne? Aber doch, der hat recht viel gegeben. Also es müsste eigentlich geklappt haben. Ja, ich meine, 8 Herzen auffrischen ist 8 Herzen auffrischen. Ist besser als nichts. Okay. Kann ich noch Fortbewegungsgeschwindigkeit? Auch interessant eigentlich. Könnte ich auch überlegen zu verwenden. Was konnte die nochmal? Hat mir das nicht beim letzten Mal ausgetestet? Ach, das hat Schleichen gegeben. Das war einfach nur... Das brauche ich jetzt nicht kochen, das wäre Quatsch. Äpfel hätte ich noch. Fortbewegungsgeschwindigkeit und Äpfel? Warum nicht? Vielleicht so? Spurtkochobst? Ja, ich meine, wenn uns das Schwert-Bufffood ausgeht, könnten wir immerhin dafür gehen. Kraftkochobst, das ist jetzt leider nur ein einfacher Buff. So. Fleisch habe ich nicht so viel.
Ich experimentiere aber mal. Fleischspieß, okay. Ganz stumpf. Ich meine, warum nicht, ne? Es muss ja auch nicht immer so viel sein. Und so schnell sind 10 Kochtöpfe weg. Ich meine, er macht den Frank Rosini. Ja, ja, naja, man muss ja vorbereitet sein. Wir machen die jetzt schön leer hier. Guck mal, 5 habe ich noch. Da wird jetzt nochmal mit gekocht. Ich finde das cool, wie die sich alle aufploppen. Das hat irgendwie was. Was macht man denn noch? Guck mal, wir haben hier Ei und Reis und Hühnchen. Und dann noch ein bisschen Salz dazu. Spiegelei mit Reis. Ah, ich habe gedacht, es gibt ein Omelett vielleicht. Vielleicht brauche ich da Milch dazu. Reis, Ei, Milch und Salz? Nee. Ein gutes Rezept auf jeden Fall. Salz und Reis. Luxuswildreis. Das sieht gut aus. Das machen wir nochmal. Okay, wir können ja noch irgendwas mit Fisch machen. Habe ich... Oh, habe ich Schwertbarsche? Schwertschnapper, hier. Guck mal, da können wir noch was draus machen. Kann ich nicht noch das Schwertgras dazu nehmen? Jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine wilde... Kraftdampfisch. Aha, da haben wir nochmal ein Bufffood. Nice. Sehr gut. Okay. Dann noch einmal fix durchheilen. So, ich glaube, ausrüstungstechnisch haben wir schon mitunter die stärkste Rüstung. Ja, da geht eigentlich eh nicht mehr viel. Das heißt, das können wir eigentlich so lassen. Okay, ich speichere nochmal. Neue Runde, neues Glück. Ein bisschen aufgeregt. Wie viele von den Schleimen habe ich noch? Sortiert nach Angriffsstärke, aber da haben wir ja schon festgestellt, dass das Quatsch ist. Am häufigsten verwendet nach Typ. Hier sind die Schleimis. Die sind ganz schön weit hinten und wir haben auch echt nicht so viele. Na gut, probieren wir es nochmal. Das können wir ja jetzt skippen, oder? Geht das? Ja. Guter Start, sagte er und bekam aufs Maul. Okay, Jungs. Sekunde, Sekunde. Gib mir einen Moment, ja? Ich muss erstmal mich einspielen, ja? Oh, den haben wir weggemacht. Wer braucht schon das Master Sword? Wenn man einen Meisterbogen hat. Oh. So, Phase 2. Na, das lief doch mal clean. Oh. Jetzt kommt der eigentliche Kampf. Oh nee, warum noch mehr? Ich dachte, jetzt kriegt er irgendwie eine coole zweite Phase, aber... Oder? Oh no, mach doch nicht so einen Quatsch.
Jetzt maximalisiert der hier auch noch den Boden. Okay. Oh, sie haben sich gedacht, wir kommen mit der kleinen Waffe nicht klar. Dann nehmen wir uns eine extra große. Ja klar, er verwandelt sich genau in dem Moment, wo ich auf ihn schießen will. Oh Gott, oh Gott, der Raum für... Gut. Alter Bruder! Wie viel Schaden wollen Sie? Ja, sehr gut. Die Lanze sieht sick aus, die er da hat. Der unspannendste Kampf, den man jemals gegen Ganondorf gesehen hat. Bogen einfach beste. Ich wähnte dich bloß Rauros ohnmächtigen Lakaien. Ein Irrtum. Doch deine Existenz hat nun ein Ende. Oh oh, das war's doch noch nicht. Link, alles klar? Geil. Träger der Mysteriensteine. Was für ein Scheusal bist du denn? Ihr erkennt mich nicht. Wie schade. Gewähren die Steine euch keinen Einblick in die Nebel der Vergangenheit. Mein Name lautet Ganondorf. Die närrischen Taten eurer Ahnen vermochten das Unvermeidliche nur aufzuschicken. Ich werde euch zeigen, was war und was bald schon wiederkommen wird. Meine Schöpfung, die Welt des Bösen. General Radan hier. Bald schon. Bald werde ich meine Kraft zurückerlangen. Die Welt wird in ewige Dunkelheit getaucht und ihr werdet zusammen mit ihr vergehen. Dämonenkönig? Das heißt, der, von dem unsere Ahnen gesprochen haben? Es hat den Anschein. Der Dämonenkönig, der einst die Welt fast komplett auslöschte. Ganondorf. Er wurde wiederbelebt. Die Welt ist in Gefahr. Oh nein, wie schrecklich. Wenn er wirklich zurückkommt, ist alles aus und vorbei. Wartet. Es sieht aus, als wäre er noch zu schwach. Denkt mal nach. Warum sonst wäre er verschwunden, anstatt zu kämpfen?
kehren wir fürs Erste zurück. Wir müssen uns beratschlagen. Link, ich hoffe, du bist auch dabei. Oh, da gibt's einfach mal ein Herzteil für. Wie geil. Hä, was war das denn für eine krasse Szene? Holy shit. Diese riesige Armee von ihm, Alter. Und das Pferd, auf dem er geritten ist. Das Pferd, auf dem er geritten ist, war ja mal richtig nice. Jetzt haben wir hier eine Menge guter Waffen, glaube ich. Das sind alles Miasma-Waffen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir können trotzdem mal aussortieren hier. Guck mal. Weg. Weg. Das könnte man vielleicht fusionieren. Weg. 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 Wir rüsten uns jetzt einmal komplett neu aus. So. Die hätte ich gerne. So, dann einmal das Masterschwert. Ach, das habe ich noch nicht. Oh, Alter. Miasma-Prügel. Oh, 50 Base-Schaden. Holy moly. Na, aber den Fight habe ich doch souverän gelöst, würde ich sagen. Einfach eine Lanze, eine Doppellanze, die 80 Schaden macht. Ja klar, klingt balanced. Ja, ich muss die Waffe wechseln, Sekunde. Wir packen jetzt hier so eine dicke... Hier ist doch bestimmt noch mal irgendwas, so eine dicke Keule. Genau, hier. Die packen wir jetzt an das Masterschwert. Dann machen sie einfach 50 Schaden mehr. Alles klar. Noch ein Miasma-Schwert. Ganz schön viele. Ist das der Bogen? Hier ist noch eins. Und zwar, nee. Machen wir das mal. Wo macht man denn das drauf? Auf die, das Ding hier vielleicht? Okay, das sieht witzig aus. Das sieht echt cool aus irgendwie. Okay, was könnten wir noch fusionieren? Das hier einfach? Ein Doppelschwert, ne? Hält besser. Hat eine schöne Reichweite. Okay, war's das? Ne, hier ist noch eins. Ich meine, die saugen mir zwar Leben ab, das weiß ich. Aber die gehen auch relativ schnell kaputt. Also von daher, im Zweifelsfalle kann ich das Gewand anziehen, was das so ein bisschen abblockt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal uns hier unten beratschlagen. Ich mache da jetzt nicht Schluss. Jetzt, wo es so spannend ist. Das will ich jetzt noch wissen. Und das meinte wahrscheinlich Cookie auch vorhin mit, da kommt noch eine Menge. Aber was zum Beispiel auch verrückt ist, dieses Mal ist das Spiel super linear, was das angeht. Du kannst nicht einfach zum Endboss durchrennen. Das war ja in den vorigen Teilen definitiv so. Da konntest du ja, in den vorigen Teilen, sage ich schon, in Breath of the Wild konntest du ja so gesehen, wenn du vom Tutorial fertig warst, konntest du ja direkt zu Ganondorf. Nicht zu Ganondorf. Und das geht hier offensichtlich nicht. Na, wobei, nee, das war ja gerade nur für eine Cutscene. Ich weiß nicht, ob ich einfach da unten rein hätte gehen können und da direkt den Fight starten können. Wahrscheinlich schon. Ich werde es ja wahrscheinlich spätestens bei den Speedruns sehen. Nee, im vorigen Teil, ja gut, da war ein Wassergraben, aber da konntest du trotzdem ohne Probleme hin. Du konntest trotzdem zu Ganondorf, zu Ganon. So, ich muss mit Pura reden, ja. Schön, dich wiederzusehen. Sieht aus, als hättest du einiges durchgemacht. Tut mir leid,
dir keine Verschnaufpause zu geben, aber könntest du uns sofort allen berichten, was da oben passiert ist? Die überschlagen sich ja die Cutscenes gerade. Naja, okay, ist nicht wirklich Cutscene. Verstehe, verstehe. Was ihr im Schloss gesehen habt, war der Dämonenkönig, von dem in der Legende des Versiegelungskrieges die Rede ist. Und die Prinzessin, die in den verschiedenen Gebieten gesichtet wurde, war eine Fälschung. Sie erschien nur deshalb in Schloss Hyrule, weil der Dämonenkönig Link dorthin locken wollte. Ich wusste gleich, dass da was nicht stimmt. Wenn das die echte Zelda gewesen wäre, dann wäre sie längst dabei, Hyrule zu retten. Der Kataklysmus, die seltsamen Phänomene, die falsche Prinzessin. All das hat mit der Rückkehr des Dämonenkönigs zu tun. Die wahre Zelda war also die ganze Zeit gar nicht da, sondern in der fernen Vergangenheit? So wie wir es in der Vision gesehen haben? Davon ist auszugehen. Und sie scheint dort in der Vergangenheit irgendeinen Plan geschmiedet zu haben, um den Dämonenkönig zu besiegen. Ja, in jeder unserer Ahnen legte vor Zelda ein Gelübde ab. Im Falle der Rückkehr des Dämonenkönigs sollte je einer ihrer Nachfahren als Weise erwachen und Link zur Seite stehen. Ich wünschte, wir wüssten, was Zelda in der Vergangenheit noch unternommen hat. Wenn sie nur hier wäre, um an unserer Seite zu kämpfen. Ja, wir wissen ja leider, was Zelda noch gemacht hat. Wir wissen nicht mal, wer dieser Ganondorf eigentlich ist. Außer halt, dass er sehr stark und sehr böse ist. Was sollen wir nun tun? Nach dem, was ihr sagt, scheint es so, als hätte die Prinzessin gewusst, dass der Dämonenkönig wiederkehren würde. Und in Erwartung dieser Ereignisse hat sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Das heißt, in unserer Zeit muss es noch irgendwelche Spuren geben, von denen wir bislang nichts wissen. Oh. Du hast vollkommen recht. Wir sollten jetzt die Flossen nicht in den Schoß legen, sondern stattdessen nach einer Lösung suchen. Naja, aber ohne Anhaltspunkte wird sich das schwierig gestalten. Ah, warte mal. Ihr habt doch gesagt, dass in diesem Versiegelungskrieg König Rauru und die sechs Weißen gekämpft haben, oder? Wind? Feuer? Wasser? Donner? Die Prinzessin wurde zur Weißen der Zeit. Oh. Ah! Huh? Ich verstehe. Ja. Wie? Was? Worum geht's? Wow. Ja, es muss noch jemanden geben. Sag ich doch, ich hab's doch gesagt. Da fehlt jemand. Aha. Mhm. Bingo. Es gibt einen weiteren Weisen. Das wird uns sicher irgendwie weiterbringen. Es dürfte sich jedenfalls lohnen, nach dieser Person zu suchen. Eure Bestimmung als Weise habt ihr alle an Orten erhalten, die mit der Zeit der Legenden in Verbindung stehen, oder? Da würde es nahe liegen, wenn der verbleibende Weise ebenfalls an so einem Ort stecken würde. Mhm. Ja, ganz Hyrule auf gut Glück zu durchsuchen wäre aussichtslos. Aber wenn wir uns auf die Ruinen aus dem Zeitalter der Legenden konzentrieren können, ist das ein guter Anhaltspunkt. Gut, wenn wir uns da einig sind, dann sollten wir uns auf die Suche machen. Ja. Jeder von euch sollte in seine Heimat zurückkehren und dort Informationen zum verbleibenden Weisen suchen. Und du, Link, könntest auf eigene Faust nach einem Hinweis suchen, der uns eventuell bisher entgangen ist. Mhm. Viel Glück euch allen. Ja. Ich sag's doch. Okay, krass, aber ich hätte nicht gedacht, dass jetzt da echt im Nachgang noch so viel passiert. Voll heftig. Moment, Pura will immer noch was. Wir müssen Hyrule beschützen. Das sind wir Prinzessin Zelda schuldig. Aber der Dämonenkönig ist mächtig. Zuerst müssen wir den fünften Weißen finden. Nach dem Kataklysmus habe ich die Sona-Forschungsgruppe die Ruinen der Sona-Zivilisation erforschen lassen.
Bislang sind leider keine Informationen zum fünften Weisen ans Tageslicht gekommen. Aber ich bin mir sicher, irgendwo gibt es einen versteckten Hinweis. Und den müssen wir finden. Mhm. Okay, sie sagt dasselbe jetzt nochmal. Was ist das? Heilung, Kopfstellen. Tja. Aber warum ist die Quest immer noch hier? Okay. Ja, Leute. So viel zum Thema. Wir können das Spiel wahrscheinlich beim nächsten Mal abschließen. Ich glaube es irgendwie nicht mehr. Da scheint doch noch ein bisschen mehr dahinter zu stecken. Was ich aber cool finde, das zeigt ja mal, dass das Spiel auch wirklich nicht nur von der Spielgröße her, sondern auch vom Spielinhalt her, was die Story angeht, wesentlich umfangreicher ist als Breath of the Wild. Was ich cool finde. Also finde ich gut, dass jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr passiert. Sehr, sehr nice. War auf jeden Fall ein recht aufschlussreicher Stream heute, würde ich sagen. Und wir haben zwei Bosse besiegt. Voll gut. Also dann verzeiht mir nochmal die Panne vorhin im Feuertempel, aber das ist wirklich eine Katastrophe. So.